Anka Naya Nugan. Jenim Naya lak umnan mege. Bomo gala apayan. Nilama imi amka angap. Memgam gamgi. Nina gegwan. Am nirna hanak. Das sind erfreuliche Neuigkeiten. Mem ilik meraka. Naya naram. Kam kalu amik manik. Manala yang perlu. Amka kalami naya kira nubua. Entschuldigung. Ja, könnte ich einen Moment mit euch sprechen? Ich will euch nicht stören, Jedi, aber ich frage mich, ob bereits jemand von der Schiffsmannschaft mit euch gesprochen hat. Ich habe mit niemandem von der Mannschaft gesprochen, aber wenn die Hilfe eines Jedi benötigt wird, bin ich zur Stelle. Vielen Dank. Ich bin froh, das zu hören. Es gibt das Gerücht, dass uns ein imperiales Kriegsschiff folgt. Ich weiß, der Vertrag von Coruscant. Aber ich glaube nicht, dass das Imperium Frieden halten wird. Wir sollten immer vor den bösen Machenschaften der Sith auf der Hut sein. Gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin, die sich wegen der Imperialen sorgt. Die Mannschaft sagt den Passagieren gar nichts. Das ist nicht besonders beruhigend. Den Passagieren zu sagen, dass Imperiale in der Nähe sind, würde nur Panik auslösen. Ja, wahrscheinlich. Trotzdem ist der Gedanke beunruhigend, dass Imperiale hinter uns her sind. Warnung! Warnung! Beschuss! Für Aufschlag bereit machen! Ich wiederhole! Alle bereit machen! Könnt ihr mich hören? Geht es euch gut? Die Imperialen scheinen den Vertrag vergessen zu haben. Ich wusste, dass der Vertrag irgendwann gebrochen würde. Aber ich hätte nicht gedacht, das mit eigenen Augen zu sehen. Hört zu, ihr müsst auf die Brücke. Der Captain wird jede Hilfe brauchen können, die er bekommen kann. Schnell, Beeilung! Hoffen wir, dass es noch nicht zu spät ist. Es ist nie zu spät für einen Versuch. Viel Glück. Tyrus, ihr schafft es, Sir. Ihr schafft es. Er ist tot, Sir. Ihr seid jetzt zuständig. Was sind unsere Befehle? Eure Befehle? Die Waffen sind hin, Schilde sind hinten und das Komm ist hin. Wir können nichts mehr tun. Ich bin hier, um meine Dienste bei der Verteidigung anzubieten. Ihr nützt uns hier am meisten, Jedi, wenn ihr hier verschwindet und uns nicht stört. Sir, wir können jede Hilfe gebrauchen. Wenn wir hier nicht durchhalten, war's das. Durchhalten? Die Imperialen haben uns in der Hand. Wir sind schon so gut wie tot. Was ist mit euch los? Wollt ihr das Schiff einfach in die Hände der Imperialen fallen lassen? Das Schiff hinter uns ist eines der größten der Imperialen Flotte. Wir haben keine Chance.
Sir, eine Nachricht. Das imperiale Schiff nimmt Kontakt auf. Was? Oh, gut. Stellt sie durch. Republikanischer Transporter SLS. Hier spricht Großmoff Rikus Kilran. Eure Verteidigung ist außer Kraft. Widerstand ist zwecklos. Ich bin sicher, dass wir einen Kompromiss finden können. Kommt schon. Es ist doch klar, dass das kein Höflichkeitsbesuch ist. Euer Schiff transportiert eine antiimperiale Terroristin und Aufrührerin. Die sogenannte Botschafterin Vin Azara. Wegen ihr bin ich hier. Vin? Wir haben keinen Passagier, der so heißt. Ich kenne den Namen nicht einmal. Interessant. Lüge oder Inkompetenz? Egal. Meine Agenten an Bord des Schiffs haben ihre Anwesenheit bestätigt. Ihr habt Spione auf unserem Schiff? Ich habe überall Augen. Imperiale Soldaten betreten in Kürze euer Schiff über die primäre Luftschleuse. Meine Agenten sorgen dafür, dass ihr sie nicht behindert. Wenn ihr versucht, meine Männer davon abzuhalten, Azara zu verhaften, werde ich jeden an Bord der SLS töten lassen. Lebt wohl. Wo ist die primäre Luftschleuse? Ich werde die Imperialen aufhalten. Habt ihr nicht zugehört? Wenn wir kämpfen, bringen sie uns um. Wir müssen kooperieren. Das bringt nichts. Kilran hat uns im Griff. Er bringt alle um. Dafür ist er bekannt. Er will nur die Botschafterin lebend haben. Wenn Kilran die Botschafterin findet, solange wir da sind, war es das für uns. Diese Soldaten müssen unbedingt vorher gestoppt werden. Ich lasse keine imperialen Soldaten an Bord des Schiffs gehen. Es ist tapfer, sich dafür zu melden. Hör zu, das vorhin tut mir leid. Eure Hilfe macht einen großen Unterschied. Danke. Anderen zu helfen ist eine Ehre und eine Pflicht. Vielleicht, aber wir sind für eure Hilfe dennoch dankbar. Unser Sicherheitstrupp trifft euch bei der primären Luftschleuse. Sie waren nicht oft im Einsatz, aber Commander Narlok kennt sich aus. Viel Glück. Wir alle zählen auf euch. Hierfür wurden wir ausgebildet. Die Imperialen kommen und wir werden sie nicht durchlassen, oder? Sir, nein, Sir. Wir kämpfen nicht allein. Wir haben sehr erfahrene Hilfe. Die Imperialen werden keine Chance haben. Mein Lichtschwert steht euch zu Diensten. Hört ihr das, Männer? Zusammen stampfen wir diese Imperialen in Grund und Boden. Die Imperialen werden jeden Moment durchbrechen. Wir müssen Verteidigungsstellungen einnehmen. Ergebt euch! Ergebt euch! Sieg oder Tod? Sieg oder Tod? Die Brücke! Ihr müsst euch beeilen, das war alles eine Falle. Die Imperialen haben uns getäuscht. Da ist sie, die Botschafterin. Schnappt sie um jeden Preis. Ah, Sieg! Wir haben es geschafft, Männer. Geschafft! Das Schiff ist gerettet. Es tut mir leid, Commander, aber so ist es nicht.
Scheinbar sind die Imperialen hinter euch her. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Erster Offizier Haken hat uns in eine Falle laufen lassen. Der Angriff auf diese Luftschleuse war eine List. Nachdem Haken euch hierher geschickt hat, schlichen sich imperiale Kommandos an Bord. Sie wurden von einem mandalorianischen Söldner namens Eisenfaust angeführt. Wir haben die erste Entermannschaft aufgehalten. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Gruppe besiegen können. Es wird noch schlimmer, fürchte ich. Eisenfaust und seine imperialen Kommandos haben die Brücke gestürmt. Und jetzt ist der gesamte Bereich abgeriegelt. Wir müssen den Imperialen die Kontrolle über das Schiff entreißen. Deshalb habe ich euch aufgesucht. Es muss etwas getan werden. Worum geht es hier eigentlich? Warum wollen die Imperialen euch unbedingt gefangen nehmen? Wegen meiner Arbeit. Ich bin eine republikanische Botschafterin. Ich reise zu Planeten unter imperialer Kontrolle und überzeuge ihre Regierungen davon, zu uns überzutreten. Das Imperium im Dienste der Diplomatie derart herauszufordern, ist sehr mutig. Ich bin keine Heldin. Ich zeige Ihnen lediglich eine Alternative zur imperialen Kontrolle auf. Aber wir können später über meine Arbeit sprechen. Wir müssen die Brücke zurückerobern. Je länger die Imperialen die Kontrolle haben, desto schwerer wird es, sie ihnen zu entreißen. Ich sagte euch bereits, dass Eisenfaust die Brücke abgeriegelt hat. Es gibt keinen Weg rein oder raus. Eine Sicherheitsverriegelung, das ist nicht gut. Chefingenieur Salen weiß vielleicht einen Ausweg. Hoffentlich können wir Salen vor den Imperialen erreichen. Wisst ihr, wo er ist? Er und sein Team sind unten im Technikbereich. Ich bin sicher, dass sie uns helfen können. Wir brauchen eine Ablenkung. Wenn die Imperialen merken, dass die Schleusen zum Technikbereich geöffnet werden, überrennen die Soldaten den Bereich sofort. Meine Männer und ich können das übernehmen. Formieren, Männer! Wir werden für ein bisschen Ärger sorgen. Entriegeln wir diese Brücke. Wir geben den Imperialen mal ein paar Denkanstöße, was, Jungs? Ich gehe mit Commander Narlok. Sobald ihr euch einen Weg zum Technikbereich gebahnt habt, stoße ich dort zu euch. Viel Glück. Seid ein Jedi! Hey Chef, seht doch, da ist ein Jedi! Ihr müsst verrückt sein, hierher zu kommen, während es überall von Imperialen wimmelt. Commander Narlok sagte, dass ihr vielleicht wisst, wie man die Brücke entriegelt. Die Imperialen haben sie gesperrt. Die Imperialen sind für die Abriegelung verantwortlich? Das soll doch ein Scherz sein! Ihr habt hier wirklich aufgeräumt. Ich bin auf dem Weg hierher nicht auf einen einzigen Imperialen getroffen. Hört zu, wir haben keine Zeit zu verlieren. Commander Narlok und seine Leute werden überrannt. Wir müssen die Brücke entriegeln. Davon hörte ich.
Ich würde euch ja hereinbitten, aber die Abriegelung hat auch unsere Türen versiegelt. Seid ihr dort in Sicherheit? Braucht ihr Hilfe, um rauszukommen? Es ist wichtiger, die Brücke wieder unter unsere Kontrolle zu bekommen. Nun wollen wir mal sehen. Was ist mit einem Reaktorneustart? Das würde die Sicherheitsverriegelung deaktivieren, oder? Ja, aber bei einem Reaktorneustart wird der Technikbereich entlüftet. Wir würden ins Weltall gerissen. Außerdem sind die Steuerungen auf der anderen Seite der Tür. Was könnten wir sonst noch machen, um die Brücke zu entriegeln? Die Sekundärleitungen. Sie sind etwas verteilt, aber wenn ihr sie alle kappt, fährt auch das Sicherheitsprogramm herunter. Dann können wir mitmischen. Ich werde die Leitungen sofort kappen. Wir haben keine Zeit, im ganzen Schiff herumzurennen. Wenn wir nicht sofort handeln, werden die Imperialen uns überrennen. Es tut mir leid, Salen. Wir müssen die Brücke entriegeln, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben. Wir müssen den Reaktor neu starten. Man wird sich ewig an euch und eure Männer erinnern. Wir können diese Leute nicht in den Tod schicken. Nicht, solange es eine Alternative gibt. Gut, aber ihr weiht jeden auf diesem Schiff dem Untergang. Manchmal müssen zum Wohl aller Opfer erbracht werden. Wir versuchen, die Leute auf diesem Schiff zu retten und nicht sie umzubringen. Gut, wer bin ich, dass ich mit euch streiten würde? Verrückte Hexe! Die Sekundärleitungen zu kappen wird funktionieren! Das verspreche ich! Wenn ihr es tun wollt, tut es jetzt. Je länger ihr wartet, desto mehr Imperiale werden hinter euch her sein. Die Sicherheitstüren um die Brücke herum haben sich tatsächlich geöffnet. Die Macht war mit mir. Wie immer. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ihr nicht an Bord gewesen wärt. Wahrscheinlich wäre ich längst in einem imperialen Gefängnis gelandet. Oder schlimmer. Ich helfe Narlok bei einem weiteren Ablenkungsmanöver. Dann könnt ihr mit weniger Widerstand beim Angriff auf die Brücke rechnen. Ihr müsst euch allerdings noch um Eisenfaust kümmern. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Was wisst ihr über Eisenfaust? Ich kenne Eisenfausts Ruf und er hat nun schon lange Groß Moff Kilrans Drecksarbeit gemacht. Er wurde nie gefangen genommen, besiegt oder aufgehalten. Euch steht eine schwere Aufgabe bevor. Die Macht wird mir die erforderliche Stärke geben. Seid vorsichtig. Mandalorianer haben immer irgendein Ass im Ärmel. In Ordnung, genug Zeit verschwendet. Narlok, seid ihr da? Könnt ihr mich hören?
Bestätigt. Hier Narlok. Bereit für die zweite Offensive? Korrekt, Commander. Ich stoße zu euch. Hoffen wir, Eisenfaust passt nicht so gut auf. Narlok und ich werden ihn so gut wie möglich ablenken. Viel Glück. Let's go.
Sie an, Sie an. Ich hatte mich schon gefragt, wann ihr endlich auftauchen würdet. Das ist alles? Mehr sind nicht gekommen? Gebt einfach auf, Eisenfaust. Ich will euch und euren Männern nicht wehtun müssen. Seltsame Sicht der Dinge. Ihr müsst schon etwas verrückt sein, einen solchen Kampf anzuzetteln. Vaporisieren wir diesen wertlosen Abschaum und dann zurück an die Arbeit. Erster Offizier Haken, habt ihr irgendwelche Reservefähren im Hangar? Reservefähren? Ja, haben wir. Aber... Das ist unsere einzige Chance. Ihr müsst auf Groß Moff Kilrans Schiff und den Fangstrahl ausschalten, damit wir entkommen können. Wenn die Leute auf diesem Schiff nur so zu retten sind, dann tue ich es. Wir verlassen uns auf euch. Ich kenne Kriegsschiffe wie Kilrans. Die Fangstrahlsteuerung sollte leicht zu finden sein, wenn man weiß, wonach man sucht. Botschafterin. Ihr seid mit dem Aufbau vertraut. Vielleicht solltet ihr mitfliegen und bei der Deaktivierung helfen. Wir brauchen jeden erdenklichen Vorteil. Ich glaube nicht, dass das die beste Vorgehensweise ist. Nein. Wenn es eine Chance gibt, dass ich helfen kann, dann müssen wir es tun. Botschafterin, bevor ihr geht, nehmt euch eine Uniform. Schließlich sollen euch die Imperialen nicht erkennen. Guter Vorschlag, Commander. Danke. Dann wollen wir mal. Viel Glück da draußen. Wir alle zählen auf euch. Hey, wartet eine Minute. Ich muss mit euch sprechen, bevor ihr geht. Ich habe eben mit Salin aus dem Technikbereich gesprochen. Er hat mir erzählt, wozu euch Azara da unten bringen wollte. Danke, dass ihr sie aufgehalten habt. Unschuldige zu opfern ist falsch, aus welchem Grund auch immer. Ihr habt euch für das Leben meiner Crew eingesetzt und euer eigenes riskiert. Das werde ich nicht vergessen. Hört zu, ich habe nachgedacht. Ich glaube wirklich, dass dieser Plan funktioniert. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass wir alle sicher nach Hause kommen. Wir dürfen den Imperialen keinen Grund geben, uns zu verfolgen. Ihr wollt, dass ich die Botschafterin den Imperialen ausliefere, stimmt's? Ja. Um unser aller Willen möchte ich, dass ihr Azara auf dem Schiff des Großmoffs zurücklasst. Da der Fangstrahl deaktiviert ist, können wir entkommen. Aber Kilran wird uns wieder aufspüren. Es sei denn, er hat seine Beute schon gefangen. Solange Azara auf diesem Schiff ist, sind alle an Bord in Gefahr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es satt, unser aller Leben für diese Frau zu riskieren. Ich habe die Ingenieure nicht geopfert, um uns zu retten. Ich werde auch Azara nicht opfern. Denkt doch mal nach. Ich würde euch auch die Mühen vergelten, wenn es nach meinen Vorstellungen läuft. Wie dem auch sei, ihr brecht besser auf. Ich habe euch schon zu lange aufgehalten. Viel Glück. Wir müssen uns beeilen.
Ich habe hier schon ein paar unglaubliche Dinge gesehen, aber ihr seid wahrhaft Platz 1 auf der Liste. Verzeiht, dass ich euch nicht persönlich begrüßen konnte. Hättet ihr mir doch gesagt, dass ihr vorbeikommen wollt. Euer Spott ist zwecklos. Wir geben nicht auf, bis die Esslers frei ist. Ihr macht mich traurig. Auch meine Herzlichkeit hat ihre Grenzen. Meine Männer werden bald hier sein, um euch zu der von mir arrangierten Unterkunft zu begleiten. Ich nehme an, hier beginnt der unterhaltsame Teil. Eisenfaust war weder die einzige Waffe in meinem Arsenal, noch die tödlichste. Auf bald. Thank you.
dass die Sache aus dem Ruder läuft. Ihr lasst mir wirklich wenig Auswahl.
gegrüßt. Endlich. Ein echter lebendiger Jedi. Wie sehr habe ich mich darauf gefreut. Ein wahrer Sith hält's nicht lange ohne echte Herausforderung aus. Ich werde nicht kämpfen, wenn ihr mich nicht dazu zwingt. Armselige Worte. Verschwendet nicht euren letzten Atem an ihnen. Einen gefährlichen Feind zu zerstören, das ist der Weg eines wahren Sith. Wenn ich euch das Herz aus der Brust schneide, werden eure Jedi-Gefährten eure Niederlage spüren. Und mein Meister auch. Wendet euch von der dunklen Seite ab. Helft uns, die Leben Unschuldiger zu retten. Diejenigen, die nicht stark genug sind, durch ihre eigene Hand zu überleben, verdienen den Tod. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Seid ihr bereit für die Vergessenheit? Ich hatte gehofft, ihr würdet diesem Wahnsinn den Rücken kehren. Ich hatte auf einen Jedi gehofft, der eine echte Herausforderung ist. Ab in die Fähren, wir müssen uns beeilen. Wenn wir schnell genug starten, können wir es vielleicht schaffen. Seid ihr bereit? Ich bin genau hinter euch, Botschafterin. Hoffen wir, dass Haken den Hyperantrieb bereit gemacht hat. Na los! Alle sind an Bord, Plex. Bringt uns hier raus. Los! Geschafft! Wir sind sicher! Das hätte niemand außer euch gekonnt. Ihr habt uns gerettet. Wir alle verdanken euch unser Leben. Im Namen der Passagiere und Crew des republikanischen Transporters Aeselis. Danke. Es war mir eine Ehre, euch alle zu beschützen. Wärt ihr nicht gewesen, wären wir alle verloren. Wir verdanken euch alles. Ich habe bei allen auf dem Schiff gesammelt. Hoffentlich könnt ihr mit diesen Credits anderen in Not helfen. So wie ihr uns gerettet habt. Bitte, behaltet die Credits. Ihr werdet sie dringender brauchen als ich. Das ist sehr großzügig von euch. Ich danke euch sehr. Botschafterin Azara, wie schön, dass auch ihr wohlbehalten zu uns zurückgekehrt seid. Schön, wieder hier zu sein, Haken. Nur gut, dass alles endlich vorbei ist.
Wir sind endlich sicher. Ich möchte euch noch einmal für alles danken. Helden wie euch findet man nicht oft. Und die Republik braucht jetzt mutige Leute. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Ernsthaft. Wärt ihr nicht hier gewesen, wären wir sicher alle tot. Ich muss euch aber warnen. Groß Moff Kilran wird nie vergessen, was wir getan haben. Für seine Rache schreckt er von nichts zurück. Klingt, als sollte ich ab sofort lieber wachsam sein. Das wäre weise. Es gibt nichts, wozu Kilran nicht fähig wäre. Aber genug davon. Wir alle sollten uns nun entspannen und den Rest der Reise genießen. Danke nochmals. Und viel Glück für die Zukunft.